Heinte, begrüße dich wieder mal von der Natur draußen. Jetzt haben wir alle mal ein bisschen Theorie gemacht über die Ernährung. Heute bin ich selber wieder mal außen gegangen. Und heute möchte ich wieder mal eine Übung zeigen. Und zwar für den größten Muskel, den wir haben, für den kräftigsten Muskel, den wir haben. Und zwar für den Gluteus Maximus, das heißt für den Gesäßmuskel. Wir haben drei, also in Gluteus Maximus, im Medius und im Minimus, also der große, der mittlere und der kleine. Und das ist ganz ein wichtiger Muskel in unserem Körper, weil der haltet uns aufrecht, den brauchen wir bei Stiegensteigen, den brauchen wir zu gehen, den brauchen wir eigentlich überall. Ja, abgesehen davon, dass es einfach schöner ist, wenn der ein bisschen kräftig, ein bisschen geformt ist, macht einen schönen Hintern, ist er einfach ganz ein wichtiger Muskel. Und ich denke, jetzt ganz einfach eine Übung zu sagen, was jeder daheim durchführen kann. Muss es eben nicht außen gehen in einen Lärchenwald, dass er es wie heinte. Ja, das könnt ihr in der Früh schon im Bett machen oder auf Nacht beim Schlafen gehen. Wenn ihr in der Früh im Bett seid, bevor ihr aufsteht, wenn ihr im Bett liegt, dann stellt das die Haxen an, also stellt das die Unterschenkel an, legt die Füße auf der Seite nieder, Kopf nieder und hebt einfach das Becken auf. Hebt es da 2, 3, 4 Sekunden und lädt nachher wieder nieder. Und wieder auf. Und 2, 3 Sekunden, 5 Sekunden heben und wieder nieder. Und wieder aufheben. Und nieder. Und da ist jetzt wieder das Gleiche, als wie ich allem sage. Wer nie nicht getan hat oder wer nicht viel tut, fang langsam an. Macht die Übung 5-mal, also 5-mal, macht sie langsam, heb ein paar Sekunden, rastet ein bisschen und macht sie nicht mehr so 3 Sätze. Oder wenn es ist der Pakt, macht es 10-mal. Rastet ein bisschen und danach nicht einmal 10-mal. Aber fangt langsam an, es bringt kein Keppers. Es eine Übung zu sagen, denke ich auch neu, was auch jetzt allem noch für den Hintern gut ist. Ich nehme da so also eine Lärche her, das braucht nicht unbedingt eine Lärche. Es geht auch ein Stuhl oder ein Kasten daheim. Keppers senkt und streckt einfach in Haxen hinten außen. Da auch wieder ein paar Sekunden heben. Wichtig ist, in Haxe hin geradeaus, nicht irgendwie seitlich dran oder Ding. Einfach schön in Haxe geradeaus, Oberkörper schauen, gerade zu lassen, nicht irgendwie so, dass es weiterhin dran kommt. Das bringt nicht. Es geht darum, dass die Spannung in Gesäßmuskel hineinkommt. Einfach schön hinaus heben, ein paar Sekunden halten wieder und zurück. Danach natürlich Seite wechseln, der Seite auch. Schön hinaus heben, wieder anstellen. Schien hin, außen, heben, aufstellen. Für den mittleren und für den kleinen Muskel oder für die seitliche Partie, die Seite außen heben. Und da wieder das Gleiche. Außen heben, ein bisschen halten. Okay. Und da auch den Kaffee der Roten. Macht einfach 5 bis 10 Mal hintereinander die Übung auf beiden Seiten. Und rastet ein bisschen und macht es nachher nicht mehr. Und fangt einfach langsam an, weil es nutzt nicht, heute einfach einmal ganz schnell anfangen. Heute mache ich 20, 30 so Ding, morgen tut mir dahinter und sowas von wer, dass ich nicht mehr weiterkomme. Fangt langsam an, aber macht es regelmäßig. Das Regelmäßige bringt kein Quatsch. So, und jetzt verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Pfiat denk, macht's gut.